Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Prüfungstrainer24.de. In diesem heutigen Video möchte ich mit euch eine komplette Buchhaltungsaufgabe machen. Wir beginnen mit dem Eröffnungsbilanzkonto, buchen dann Geschäftsvorfälle auf den Konten und formulieren natürlich auch Buchungssätze. Dazu habt ihr hier so eine Vorlage bei mir auf der Internetseite. Diese könnt ihr euch gerne herunterladen, genauso wie die Aufgabenstellung selbst und auch eine schriftliche Lösung zu dieser Aufgabe. Zunächst aber, für wen ist diese Aufgabe? Sie ist spezialisiert für Industriekaufleute, aber auch Studentinnen und Studenten können die sich gerne anschauen für den Bereich Industriebuchhaltung. Habt ihr ja auch an der Uni so einen Teil Industriebuchhaltung. Nun, es ist eine komplette Aufgabe, wie gesagt, die den ganzen Prozess einmal zeigt, wirklich vom Anfang bis zum Ende. Und das Besondere an dieser Aufgabe ist eben, dass sie auch sogenannte Bestandsveränderungen mit einbezieht. Bestandsveränderungen kann ich euch kurz zeigen, ist so ein Konto, das ihr hier jetzt auch sehen könnt. Eben diese Aufgabe ist also so ein bisschen schon im fortgeschrittenen Bereich anzusiedeln. Bei mir auf der Seite habt ihr zu jedem Lernschritt solche kompletten Aufgaben vorhanden. Könnt ihr euch runterladen und anschauen, die Videos. Bedeutet, ich fange solche kompletten Aufgaben direkt damit an, dass ich nur auf Bestandskonten buche. Dann gibt es wieder so eine Aufgabe, wenn die Aufwands- und Ertragskonten eingeführt werden. Dann gibt es so eine Aufgabe, wenn Abschreibungen eingeführt werden, Bestandsveränderungen eingeführt werden. Also für jeden einzelnen Lernschritt mache ich solche ganzen Aufgaben und erweitere dann eben dieses Kontenschema, dieses Buchhaltungsschema immer um die neuen Konten, die ihr gelernt habt. Was haben wir hier noch nicht? Wir haben keine Vorsteuer, keine Umsatzsteuer. Aber wie gesagt, Abschreibungen haben wir schon und wir haben eben Bestandsveränderungen. Okay? Und was ist noch zu beachten? Es gibt das sogenannte bestandsorientierte und aufwandsorientiertes Buchen. Bedenkt bitte, das hier ist bestandsorientiertes Buchen nach der sogenannten Kontraktionsmethode bzw. Fortschreibungsmethode. Ja? Auf meiner Internetseite findet ihr aber nochmal zwei weitere Aufgaben, die genauso aufgebaut sind. Dort mache ich das Ganze aber nicht mit der Skontraktionsmethode, sondern nach der Inventurmethode einmal und dann nochmal eine Aufgabe mit der sogenannten aufwandsorientierten Methode. Okay? Dann können wir jetzt hier loslegen. Wir beginnen damit, dass wir die Aktiv- und Passivkonten, also die Bestandskonten, über EBK eröffnen. Dazu gehen wir hier rüber zum Kontenschema. Wir brauchen noch die Bilanz, die hole ich mir mal rüber. Und dann passiert das, was wir immer gemacht haben an dieser Stelle. Wir übertragen sämtliche Werte von der Passivseite der Bilanz, also Eigenkapital und Verbindlichkeiten, auf die Sollseite von EBK. Okay, und genauso machen wir das mit der Aktivseite. Da werden aber die Beträge übernommen und hier auf die Habenseite übertragen. Okay, fertig. Damit seht ihr, dass das EBK nichts weiter ist als die spiegelverkehrte Darstellung der Eröffnungsbilanz. Alles, was wir auf der linken Seite, also auf der Aktivseite der Bilanz hatten, haben wir jetzt auf der rechten Seite, also auf der Habenseite von EBK. Alles, was wir auf der rechten Seite von Eröffnungsbilanz hatten, haben wir auf der linken Seite vom EBK. Was wir jetzt noch machen müssen, ist hier unten die Summe bilden, doppelt zu unterstreichen. So, die Eröffnungsbilanz kann jetzt hier weg. Und was wir jetzt noch machen müssen, ist es, die Anfangsbestände auf die Aktiv- und Passivkonten vorzutragen. Das heißt, der Anfangsbestand vom Eigenkapital, die 610.000 Euro, kommen auf das Konto Eigenkapital. Bedenkt bitte auf die Habenseite, weil Eigenkapital ein Passivkonto ist, übertragen wir die Anfangsbestände auf die Habenseite. Davor schreiben wir noch EBK. Und dazu gibt es auch einen Buchungssatz, der lautet EBK an Eigenkapital 610.000 Euro. Und genauso machen wir das mit den Verbindlichkeiten. Den Anfangsbestand 46.100 Euro kommt auf die Habenseite vom Konto Verbindlichkeiten. Und davor schreiben wir EBK. Der Buchungssatz zu dieser Buchung lautet EBK an Verbindlichkeiten 46.100 Euro. Dann machen wir weiter mit den Aktivkonten, denn die Passivkonten sind ja komplett jetzt eröffnet worden.
Genau das, was jetzt hier also bei den Passivkonten gemacht wurde, machen wir hier auf den Aktivkonten. Wir beginnen mit technischen Anlagen und Maschinen. Da dies aber ein Aktivkonto ist, kommt der Anfangsbestand auf die Sollseite. Davor schreiben wir wieder EBK. Und der Buchungssatz lautet technische Anlagen und Maschinen an EBK. Und genauso wird der Buchungssatz auch für die anderen Aktivkonten lauten. Es wird immer lauten Aktivkonto an EBK, also BGA an EBK, Rohstoffe an EBK, Vorprodukte an EBK und so weiter. Und das machen wir jetzt hier mal im Schnelldurchlauf. Überall, wo Aktivkonten sind, kommt jetzt EBK hin und der entsprechende Betrag aus der Eröffnungsbilanz, also aus dem Eröffnungsbilanzkonto. Jetzt mal hier auf einen Schlag reingebucht. So, alle Aktiv- und Passivkonten sind jetzt eröffnet. Ihr seht auf den Aktivkonten überall jetzt die Anfangsbestände. Okay, bitte bedenkt, dass Aufwands- und Ertragskonten keine Anfangsbestände haben und auch nicht das Konto Bestandsveränderungen. Deswegen seht ihr dort nichts, da ist alles leer. Okay, damit haben wir also die Aktiv- und Passivkonten vollständig eröffnet und wir beginnen jetzt mit der eigentlichen Aufgabe. Wir formulieren den Buchungssatz zum Geschäftsverfall Nummer 1, Kauf von Vorprodukten auf Ziel. Wir brauchen die beiden Konten Vorprodukte Fremdbauteile und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. Vorprodukte werden gemehrt, da wir ja welche kaufen. Das ist ein Aktivkonto. Mehrungen von Aktivkonten buchen wir auf der Sollseite. Dann schreiben wir erstens davor für erster Geschäftsverfall. Die Verbindlichkeiten werden ebenfalls gemehrt. Wir haben mehr Schulden als vorher durch diesen Geschäftsverfall und eine Zunahme von Passivkonten buchen wir auf der Habenseite. Dann schreiben wir hier auch erstens davor und jeweils dann den Namen des Gegenkontos noch davor schreiben. Also hier Vorprodukte Fremdbauteile und bei den Vorprodukten hier unten Verbindlichkeiten. Der Buchungssatz zu diesem Geschäftsvorfall lautet Vorprodukte Fremdbauteile an Verbindlichkeiten 16.000 Euro. Ich nenne zuerst den Namen des Kontos hier, da der Geldbetrag der Buchung hier auf der Sollseite steht. Die Regel lautet soll an haben, nenne zuerst den Namen desjenigen Kontos, wo der Geldbetrag im Soll steht, dann kommt das Wörtchen an und dann der Name desjenigen Kontos, wo der Geldbetrag im Haben steht. Also Vorprodukte, Fremdbauteile an Verbindlichkeiten. Dann lasst mich hier noch erwähnen, dass Vorprodukte und Fremdbauteile, die beiden Begriffe, synonym verwendet werden. Das heißt, ob ihr Vorprodukte schreibt oder Fremdbauteile, ist eigentlich egal. Wir machen weiter mit dem zweiten Geschäftsvorfall. Kauf von Büromaterial im Wert von 250 Euro. Bezahlung erfolgt in bar. Wir brauchen die beiden Konten Kasse und Büromaterial. Ja, wohlgemerkt, das Aufwandskonto Büromaterial, nicht etwa Betriebs- und Geschäftsausstattung. Die Kasse wird gemindert, da wir ja etwas bar bezahlen. Kasse ist ein Aktivkonto. Minderungen von Aktivkonten buchen wir auf der Habenseite. Büromaterial ist ein Aufwandskonto. Wenn uns ein Aufwand entsteht, verbuchen wir diesen auf der Sollseite des entsprechenden Aufwandskontos. Nummer des Geschäftsvorfalls davor, Name des Gegenkontos davor, dasselbe auch hier. Der Buchungssatz lautet Büromaterial an Kasse 250 Euro. Ich nenne zuerst den Namen des Kontos, wo der Geldbetrag im Soll steht, dann kommt das Wörtchen an, dann der Name des Kontos, wo der Geldbetrag im Haben steht. Geschäftsvorfall Nummer 3. Laut Materialentnahmeschein werden Rohstoffe im Wert von 54.000 Euro dem Materiallager entnommen und in der Fertigung verbraucht. Immer wenn wir etwas aus dem Materiallager entnehmen, wie hier Rohstoffe, dann brauchen wir einerseits das Aktivkonto, um das es geht, nämlich in dem Fall Rohstoffe, und das Aufwandskonto Aufwendungen für Rohstoffe, also Rohstoffe und Aufwendungen für Rohstoffe. Durch die Entnahme der Rohstoffe werden die Rohstoffe gemindert. Wir müssen also das Aktivkonto Rohstoffe mindern. Minderungen von Aktivkonten buchen wir auf der Habenseite. Gleichzeitig entsteht uns ein Aufwand, da wir diese Rohstoffe verbrauchen und in die Produktion geben. Ja, daraus entstehen eben unsere Produkte. Die Rohstoffe werden verbraucht für die Fertigung unserer Produkte. Es entsteht uns der Aufwand, ein Aufwand für Rohstoffe. Wenn uns Aufwendungen entstehen, buchen wir diese auf der Sollseite des entsprechenden Aufwandskontos. Dann Buchungsnummer davor und Name der Gegenkonten davor. Der Buchungssatz lautet
Aufwendungen für Rohstoffe an Rohstoffe 54.000 Euro. Ich nenne zuerst den Namen desjenigen Kontos, wo der Geldbetrag im Soll steht, dann kommt das Wörtchen an, dann der Name des Kontos, wo der Geldbetrag im Haben steht. Wir machen weiter mit dem Geschäftsvorfall Nummer 4. Verkauf eigener Erzeugnisse auf Ziel. Ich brauche die beiden Konten Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und Umsatzerlöse für eigene Erzeugnisse. Wenn wir eigene Produkte verkaufen, entsteht uns ein Ertrag, ein Umsatzerlös. Diese Umsatzerlöse kommen auf die Habenseite des Ertragskontos Umsatzerlöse für eigene Erzeugnisse. Gleichzeitig entsteht uns eine Forderung. Wir fordern Geld von unseren Kunden. 90.000 Euro sind das hier. Forderungen ist ein Aktivkonto. Mehrungen von Aktivkonten buchen wir auf die Sollseite. Dann kommt die Nummer des Geschäftsvorfalls noch davor und der Name des Gegenkontos und genauso hier unten auf der Habenseite von Umsatzerlöse. Der Buchungssatz lautet: Forderungen aus Lieferungen und Leistungen an Umsatzerlöse für eigene Erzeugnisse 90.000 Euro. Wir machen weiter mit fünftens. Eine Maschine wird von einer speziellen Instandsetzungsfirma repariert. Die Bezahlung erfolgt in bar 1.200 Euro. Wir brauchen die beiden Konten Fremdinstandhaltung und Kasse. Was passiert mit der Kasse? Die Kasse wird gemindert, da wir ja etwas in bar bezahlen. Kasse ist ein Aktivkonto. Minderungen von Aktivkonten kommen auf die Habenseite. Gleichzeitig haben wir einen Aufwand für die Reparatur. Wir brauchen das Konto Fremdinstandhaltung. Das ist ein Aufwandskonto. Wenn uns ein Aufwand entsteht, buchen wir diesen auf der Sollseite des entsprechenden Aufwandskontos. Dann noch vor die Beträge die Nummer des Geschäftsvorfalls und den Namen des Gegenkontos. Wir bilden den Buchungssatz gemäß der Regel soll an haben. Ich nenne zuerst den Namen desjenigen Kontos, wo der Geldbetrag der Buchung im Soll steht. Dann nenne ich den Namen desjenigen Kontos, wo der Geldbetrag der Buchung im Haben steht. Also Fremdinstandhaltung an Kasse 1200 Euro. Sechstens, Verbrauch von Fremdbauteilen in Höhe von 18.500 Euro. Ein bisschen anders formuliert, aber es ist im Prinzip der gleiche Geschäftsvorfall wie in drittens. Nur steht hier nichts mit Materialentnahmeschein, sondern einfach nur Verbrauch von Fremdbauteilen. Euch muss klar sein, dass wir jetzt hier Fremdbauteile, Vorprodukte aus dem Materiallager entnommen haben, um diese in der Produktion zu verwenden. Also brauchen wir die beiden Konten Vorprodukte bzw. Fremdbauteile und Aufwendungen für Vorprodukte bzw. Fremdbauteile. Was passiert mit dem Aktivkonto Vorprodukte Fremdbauteile? Nun, wenn wir diese aus dem Materiallager entnehmen, dann wird das hier gemindert. Es ist ein Aktivkonto. Minderungen von Aktivkonten buchen wir auf der Habenseite. Es entsteht uns dann gleichzeitig ein Aufwand, da wir das Ganze ja für die Produktion verwenden und somit verbrauchen. Also brauchen wir das Konto Aufwendungen für Vorprodukte. Wenn uns ein Aufwand entsteht, buchen wir diesen auf der Sollseite des entsprechenden Aufwandskontos. Dann kommen hier wieder die Nummer der Geschäftsvorfälle und Name des Gegenkontos. Und der Buchungssatz lautet Aufwendungen für Vorprodukte Fremdbauteile an Vorprodukte Fremdbauteile. Wie gesagt, Leute, Vorprodukte oder Fremdbauteile, ist egal, welchen Begriff ihr verwendet. Seht nur zu, dass ihr eure Lehrerinnen und Lehrer nicht verärgert. Verwendet den Begriff, den die auch verwenden. Siebtens. Wir verkaufen eigene Erzeugnisse in Höhe von 24.000 Euro auf Ziel. Dieser Geschäftsvorfall entspricht dem Geschäftsvorfall Nummer 4. Wir brauchen Forderungen und Umsatzerlöse für eigene Erzeugnisse. Okay, wir haben also Umsatzerlöse für eigene Erzeugnisse. Das ist doch mal wieder was Feines. Wir haben Produkte verkauft. Uns entsteht ein Ertrag. Erträge buchen wir auf der Habenseite des entsprechenden Ertragskontos. Hier also die 24.000 Euro. Dann entsteht eine Forderung gegenüber unseren Kunden. Forderungen sind ein Aktivkonto. Wir buchen daher die 24.000 Euro hier im Soll, da Aktivkonten im Soll gemehrt werden. Dann wieder Nummer des Geschäftsvorfalls davor und Name des Gegenkontos. Es geht weiter mit Geschäftsvorfall Nummer 8. Achtens, für den Transport der in Geschäftsvorfall Nummer 7 verkauften Erzeugnisse wurde von uns eine Speditionsfirma beauftragt. Diese verbrachte die Erzeugnisse zu unserem Kunden. Die Speditionsfirma kassiert die Ausgangsfrachten bar von uns ab. Welche beiden Konten brauchen wir?
Nun, da etwas von uns bar abkassiert wird, brauchen wir zum einen das Konto Kasse. Aber was ist das andere Konto hier, das gebraucht wird? Bitte merkt euch das, wir brauchen hier das Konto Frachten und Fremdlager. Immer wenn wir jemanden beauftragen, damit der unsere Produkte zum Kunden bringt, zu unserem Kunden, dann und nur dann verwenden wir das Konto Frachten und Fremdlager. Okay, wir bezahlen also Frachten und Fremdlager bar. Wir brauchen das Konto Kasse. Wir haben eine Minderung unserer Kasse. Kasse ist ein Aktivkonto. Minderungen von Aktivkonten verbuchen wir auf der Habenseite. Es entsteht uns der Aufwand Frachten und Fremdlager. Aufwandskonten werden im Soll gebucht, wenn uns Aufwendungen entstehen. Also gehe ich auf das entsprechende Aufwandskonto, hier Frachten und Fremdlager, und buche auf der Sollseite. Nummer des Geschäftsvorfalls davor und Name der Gegenkonten. Gemäß der Regel Soll an Haben bilden wir den Buchungssatz. Wir nennen zuerst den Namen desjenigen Kontos, wo der Geldbetrag der Buchung im Soll steht. Dann kommt das Wörtchen an, dann der Name des Kontos, wo der Geldbetrag der Buchung im Haben steht. Also Fracht- und Fremdlager an Kasse 460 Euro. Wir machen weiter mit 9. Die Miete für unsere Geschäftsräume wird per Lastschriftverfahren von unserem Bankkonto abgebucht. Wir brauchen die Konten Bank und Mietaufwendungen. Wir haben eine Minderung unseres Bankguthabens um 16.500 Euro. Bank ist ein Aktivkonto. Minderungen von Aktivkonten buchen wir auf der Habenseite. Gleichzeitig müssen wir hoch zum Konto Mietaufwendungen. Uns entsteht ein Mietaufwand. Wir buchen ihn auf der Sollseite des Aufwandskontos Mietaufwendungen. Vor die Beträge kommt wieder die Nummer des Geschäftsvorfalls und der Name des Gegenkontos. Einmal hier Bank und einmal hier unten Mietaufwendungen. Der Buchungssatz lautet Mietaufwendungen an Bank 16.500 Euro. Wir machen weiter mit 10. 10. Überweisung der Löhne an die Mitarbeiter. Wir brauchen die Konten Bank, da hier einmal Überweisung steht, und dann Löhne, da wir die Löhne überweisen. Durch die Überweisung wird unser Bankguthaben gemindert. Minderungen von Aktivkonten buchen wir auf die Habenseite. Gleichzeitig entsteht uns ein Lohnaufwand. Wenn uns ein Aufwand entsteht, buchen wir ihn auf der Sollseite des entsprechenden Aufwandskontos. Davor kommt noch die Nummer des Geschäftsvorfalls. Einmal hier und einmal hier unten auf der Habenseite von Bank und die Namen der Gegenkonten. Der Buchungssatz lautet Löhne an Bank 19.500 Euro. Ich sage zuerst Löhne, weil der Geldbetrag der Buchung im Soll steht und die Regel Soll an Haben sagt, dass ich dann den Namen des Kontos auch zuerst nennen soll. Dann kommt das Wörtchen an, dann der Name des Kontos, wo der Geldbetrag der Buchung im Haben steht. Wir machen weiter mit 11. Gemäß Eingangsrechnung werden Rohstoffe im Wert von 26.000 Euro auf Ziel gekauft. Wir brauchen die Konten Rohstoffe und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. Das mit den Verbindlichkeiten weiß ich, weil hier einmal Eingangsrechnung steht und Kauf auf Ziel. Das deutet also darauf hin, dass wir auf Ziel, also mit Verbindlichkeit, gekauft haben. Wir brauchen Rohstoffe und Verbindlichkeiten. Rohstoffe werden mehr. Ist ein Aktivkonto. Mehrungen von Aktivkonten buchen wir auf der Sollseite. Dann haben wir eine Mehrung der Verbindlichkeiten. Wir haben mehr Verbindlichkeiten als vorher durch diesen Kauf. Verbindlichkeiten sind ein Passivkonto. Mehrungen von Passivkonten buchen wir auf der Habenseite. Dann kommen hier und hier jeweils noch die Nummer des Geschäftsvorfalls hin und der Name des Gegenkontos. Der Buchungssatz lautet Rohstoffe an Verbindlichkeiten 26.000 Euro. Zuerst sage ich Rohstoffe, weil der Geldbetrag der Buchung hier auf der Sollseite steht. Wir buchen Soll an Haben, also nennen wir Rohstoffe zuerst. Dann kommt das Wörtchen an, dann der Name des Kontos, wo der Geldbetrag im Haben steht. Also Rohstoffe an Verbindlichkeiten 26.000 Euro. 12. Für ein kompliziertes Geschäft werden die Rechtskenntnisse einer Rechtsanwältin in Anspruch genommen. Die Anwältin stellt Rechts- und Beratungskosten in Höhe von 1.800 Euro in Rechnung. Das Zahlungsziel beträgt 30 Tage. Einmal brauchen wir das Konto Verbindlichkeiten. Das sehe ich daran, dass uns ein Zahlungsziel gestellt wurde
und dass hier eine Rechnung an uns ausgestellt wurde. Also brauchen wir Verbindlichkeiten. Gleichzeitig frage ich mich, wofür entsteht die Verbindlichkeit? Für Rechts- und Beratungskosten. Wir brauchen also die Konten Rechts- und Beratungskosten, das ist ein Aufwandskonto, und das Konto Verbindlichkeiten. Rechts- und Beratungskosten ist ein Aufwandskonto. Wenn uns Aufwendungen entstehen, buchen wir sie auf der Sollseite des entsprechenden Aufwandskontos. Dann 12. Geschäftsvorfall und Gegenbuchung wird gleich erfolgen auf Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. Dann gehen wir hoch zu Verbindlichkeiten und die Gegenbuchung erfolgt im Haben, da wir eine Mehrung der Verbindlichkeiten haben. Die Rechtsanwältin hat uns eine Rechnung ausgestellt und wartet auf die Zahlung. Bis dahin schulden wir ihr das Geld. Es entsteht folglich eine Verbindlichkeit bei uns. Verbindlichkeiten werden mehr. Verbindlichkeit ist ein Passivkonto. Mehrungen von Passivkonten buchen wir auf der Habenseite. Rechts- und Beratungskosten davor. Und der Buchungssatz lautet Rechts- und Beratungskosten an Verbindlichkeiten 1.800 Euro. 13. Geschäftsvorfall. Kunde begleicht fällige Ausgangsrechnung per Banküberweisung 41.550 Euro. Um diesen Geschäftsvorfall verstehen zu können, müssen wir wissen, was ist vorher passiert. Vorher ist passiert, dass wir unseren Kunden eine Rechnung ausgestellt haben, nämlich eine Ausgangsrechnung für den Verkauf unserer Produkte, unserer eigenen Erzeugnisse oder unserer Waren. Dann hatte die Kundin eine bestimmte Frist, innerhalb der das Ganze bezahlt werden sollte. Und diese Frist ist jetzt abgelaufen und der Kunde bezahlt, begleicht die Ausgangsrechnung. Was ist aber damals entstanden, als wir die Rechnung ausgestellt haben? Eine Forderung. Und diese Forderung wird jetzt vom Kunden, von der Kundin beglichen. Also brauche ich einmal Forderungen und einmal Bank. Wenn unser Kunde, unsere Kundin Geld an uns überweist für die Begleichung einer Forderung, dann bekommen wir Geld. Geld ist ein Aktivkonto, Mehrungen von Aktivkonten buchen wir auf der Sollseite. Gleichzeitig erlischt die Forderung, danach haben wir keine Forderung mehr gegenüber diesem Kunden, gegenüber dieser Kundin. Forderungen wird folglich gemindert. Da dies ein Aktivkonto ist, kommt das auf die Habenseite, weil Aktivkonten im Haben gemindert werden. Nummer noch davor und Name der Gegenkunden. Der Buchungssatz lautet Bank an Forderungen 41.550. 14. Geschäftsvorfall. Entnahme von Betriebsstoffen gemäß Materialentnahmeschein 2.000 Euro. Wir brauchen die beiden Konten Betriebsstoffe und Aufwendungen für Betriebsstoffe. Wenn Betriebsstoffe entnommen werden, dann werden sie weniger. Wir haben hier also eine Minderung eines Aktivkontos. Minderungen von Aktivkonten buchen wir auf der Habenseite. Gleichzeitig werden diese Betriebsstoffe verbraucht für die Produktion, für die Herstellung unserer Produkte. Und so einen Verbrauch buchen wir auf dem entsprechenden Aufwandskontos, in dem Fall Aufwendungen für Betriebsstoffe. Wenn uns Aufwendungen entstehen, buchen wir diese auf der Sollseite des entsprechenden Aufwandskontos. Nummer des Geschäftsvorfalls davor und die Namen der Gegenkonten. Der Buchungssatz lautet Aufwendungen für Betriebsstoffe an Betriebsstoffe 2.000 Euro. Warum so rum? Weil der Geldbetrag bei Aufwendungen für Betriebsstoffe im Soll steht, nennen wir dieses Konto zuerst, dann kommt das Wörtchen an, dann der Name des Kontos, wo der Geldbetrag im Haben steht. Wir machen weiter mit 15. Laut Bankauszug werden die Gehälter für die Mitarbeiter überwiesen, 10.000 Euro. Wir brauchen die beiden Konten Bank und Gehälter. Was passiert mit der Bank? Die Bank ist ein Aktivkonto, sie wird gemindert. Minderungen von Aktivkonten, wissen wir ja mittlerweile, kommt ins Haben. Dann haben wir gleichzeitig, was war das, der 15. Geschäftsvorfall. Gegenbuchung erfolgt gleich auf dem Konto Gehälter. Also können wir das schon mal davor schreiben. Wir gehen zum Konto Gehälter und die Gegenbuchung kommt hier auf die Sollseite. Aufwandskonten werden im Soll bebucht, wenn uns Aufwendungen entstehen. Davor schreiben wir 15. und Bank. Und der Buchungssatz wieder gemäß der Regel soll dann haben. Ich nenne zuerst den Namen desjenigen Kontos, wo der Geldbetrag im Soll steht. Bank sagt, bei mir steht der Geldbetrag. Gehälter sagt, bei mir steht der Geldbetrag im Soll. Deswegen sagst du mich zuerst im Buchungssatz. Also Gehälter an, Bank
sagt, bei mir steht der Geldbetrag im Haben, also komme ich nach dem Wörtchen an. Gehälter an Bank 10.000 Euro. Damit sind wir mit den laufenden Geschäftsvorfällen durch und machen jetzt weiter in unserer Aufgabenstellung hier. Nämlich zweitens bilden Sie die Buchungssätze zu den vorbereitenden Abschlussbuchungen sowie die Abschlussbuchungssätze. Noch eine Sache hier zu erstens, da stand ja hier irgendwie, wir sollten nach der Skontrationsmethode buchen. Hoffentlich wisst ihr schon, was das ist. Wenn nicht, ich zeige es euch kurz. Skontrationsmethode haben wir immer dann, wenn da steht, durch Materialentnahmeschein werden Rohstoffe entnommen und für die Produktion verbraucht oder wir verbrauchen Vorprodukte, Fremdbauteile für die Produktion. Immer diese Buchungen, die ich euch mal hier jetzt kurz gelb markieren möchte, ja, diese Entnahme hier oder diese Entnahme von Fremdbauteilen, dass wir jedes Mal, wenn wir etwas entnehmen an Rohhilfs- und Betriebsstoffen und Vorprodukten, Fremdbauteilen, dass wir das auch dass wir das auch tatsächlich verbuchen. Das nennt sich Skontrationsmethode oder sogenannte Fortschreibungsmethode, weil wir ständig fortschreiben, was wir entnehmen. Es gibt auch die Inventurmethode, dazu gibt es auch so eine umfassende Aufgabe, auf dem gleichen Link zu finden, wo ihr auch diese Aufgabe findet, bei mir auf der Seite. Dort mache ich das Ganze nochmal nach der Inventurmethode. Und dann gibt es noch eine Aufgabe, wo ich das aufwandsrechnerisch mache, sozusagen aufwandsorientiert. Okay, jetzt aber machen wir weiter mit zweitens, dass wir nämlich die Buchungssätze zu den vorbereitenden Abschlussbuchungen bilden und die Abschlussbuchungssätze. Dazu haben wir hier ein paar Angaben und wir legen damit los, dass wir zunächst die Abschreibungen buchen, die uns hier gegeben sind. Und wir beginnen mit den Abschreibungen auf die technischen Anlagen und Maschinen. Wir haben dort eine Wertminderung in Höhe von 18.000 Euro. Wir brauchen die Konten Abschreibungen auf Sachanlagen und TA und Maschinen. Was passiert nun mit unseren Maschinen? Nun, sie erfahren eine Wertminderung und wie jede Minderung auch, muss diese hier auf die Habenseite des Aktivkontos. Ja? Maschinen wird weniger, wertmäßig gesehen weniger um 18.000 Euro durch den Wertverlust. Die Gegenbuchung erfolgt gleich auf dem Konto Abschreibungen auf Sachanlagen. Deswegen schreibe ich das hier schon mal davor. Abschreibungen auf Sachanlagen. Und dieser Wert hier, 18.000 Euro, wird dann auf dem Konto Abschreibungen auf Sachanlagen als Aufwand erfasst. Deswegen gehen wir runter zu Abschreibungen auf Sachanlagen und buchen das auf der Sollseite. Aufwand, der uns entsteht in Form von Wertminderung unserer Vermögensgegenstände. Davor schreibe ich technische Anlagen und Maschinen und der Buchungssatz lautet Abschreibungen auf Sachanlagen an TA und Maschinen 18.000 Euro. Und genauso machen wir das mit der Betriebs- und Geschäftsausstattung. Auch diese hat eine Wertminderung erfahren durch Benutzung, Abnutzung, Verschleiß etc. Diese wird ebenfalls erfasst auf dem Konto Abschreibungen auf Sachanlagen, Gegenbuchung auf BGA, also wieder ein Aufwand, der uns entsteht, ein Wertminderungsaufwand. Und gegenzubuchen auf dem Konto BGA im Haben. Wir haben eine Wertminderung der BGA, mithin eine ein Abgang sozusagen. Ja, und deswegen auf der Habenseite, denn Aktivkonten mindern wir im Haben. Auch hier lautet der Buchungssatz Abschreibungen auf Sachanlagen an BGA 5.500 Euro. Dann sind wir fertig hier also mit den Abschreibungen und machen weiter mit der Ermittlung der Bestandsveränderungen und Umbuchung auf dem Konto Bestandsveränderungen, und zwar der sogenannten unfertigen und fertigen Erzeugnisse. Also unfertige und fertige Erzeugnisse haben jetzt seine Bestandsveränderungen erfahren und diese muss umgebucht werden auf das Konto Bestandsveränderungen. Wir brauchen also die drei Konten unfertige Erzeugnisse, fertige Erzeugnisse und Bestandsveränderungen. Ich nehme mir mal hier den Endbestand laut Inventur der unfertigen Erzeugnisse mit, die 14.650 Euro, gehe dann zu unserem Kontenschema, suche dann die Konten unfertige und fertige Erzeugnisse und Bestandsveränderungen. Das ist hier unfertige Erzeugnisse. Und jetzt buche ich diesen Endbestand, diesen Schlussbestand, den wir gerade dort gesehen haben, auf die Habenseite von unfertige Erzeugnisse. Davor schreibe ich schon mal SBK hin für Schlussbilanzkonto, wird nachher gegengebucht auf der Sollseite von SBK. Was passiert aber jetzt
weiter mit dem Konto unfertiger Erzeugnisse. Nun, wir ermitteln, ob es eine Bestandsminderung oder eine Bestandserhöhung gibt. Schaut euch mal hier den Anfangsbestand an. Er beträgt 15.100 Euro und der Endbestand beträgt 14.650 Euro. Also haben wir weniger als am Anfang. Das bedeutet, wir haben eine Bestandsminderung. Und diese muss jetzt umgebucht werden auf das Konto Bestandsveränderungen. Und das ist keine große Sache. Wir machen das eigentlich wie immer. Wir bilden den Saldo von unfertigen Erzeugnissen. Summe bilden auf der betragsmäßig größeren Seite. Übertragen auf die andere Seite. Und dann rechnen wir 15.100 minus 14.650. Sind 450 Euro Bestandsminderungen. Ja, 15.100 am Anfang des Jahres, am Ende des Jahres 14.650 ist eine Bestandsminderung. Wir schreiben Bestandsveränderungen davor und gegengebucht wird der Betrag auf der Sollseite von Bestandsveränderungen. Woher weiß ich, dass es die Sollseite sein muss? Nun, es handelt sich hierbei natürlich auch um eine Buchung, eine Umbuchung. Und wenn der eine Teil der Buchung hier im Haben ist, von dem einen Konto, dann muss die Gegenbuchung logischerweise auf der Sollseite des entsprechend anderen Kontos erfolgen. Das ist die Buchungslogik. Davor schreiben wir noch unfertige Erzeugnisse und der Buchungssatz lautet Bestandsveränderungen an unfertige Erzeugnisse 450 Euro. Ich nenne zuerst den Namen desjenigen Kontos, wo der Geldbetrag der Buchung soll ist, dann kommt das Wörtchen an, dann kommt der Name desjenigen Kontos, wo der Geldbetrag der Buchung im Haben ist. Okay, die Bestandsminderung in Höhe von 450 Euro ist erfasst worden. Und kurz als Information für euch jetzt vorweg, wenn es eine Bestandsminderung hier geben wird, gleich bei den fertigen Erzeugnissen, dann wird sie auch hier erscheinen. Denn dann wird hier weniger stehen als hier. Es wird auf der Habenseite zu einem Saldo kommen, der gegengebucht wird im Soll. Wenn wir eine Bestandsminderung haben, ja, und das schauen wir uns jetzt mal an. Endbestand laut Inventur 38.100 Euro. Der Betrag wird übernommen. Das ist der Endbestand von fertigen Erzeugnissen. Und wir stellen fest, wir haben eine Bestandsmehrung. Am Anfang des Jahres waren 36.700 vorhanden. Jetzt sind es 38.100. Wie buchen wir diese Bestandsmehrung um auf das Konto Bestandsveränderungen? Wie immer durch Saldobildung. Summe bilden auf der betragsmäßig größeren Seite. Übertragen auf die andere Seite. Dann rechne ich 38.100 minus 36.700. Macht 1.400. Wird gegengebucht auf der Habenseite von Bestandsveränderungen. Woher weiß ich das? Nun, wenn der eine Teil der Buchung im Soll des einen Kontos ist, dann muss der andere Teil der Buchung im Haben des anderen Kontos sein. Ihr seht also, eine Bestandsmehrung wird offenbar auf der Habenseite von Bestandsveränderungen erfasst und eine Bestandsminderung auf der Sollseite. Ich habe ja vorhin gesagt, stellt euch vor, wenn hier gleich der Schlussbestand kommen wird, dann werden wir die Bestandsminderung hier erfassen. Ist aber nicht der Fall, der Saldo ist auf der anderen Seite. Es hängt also davon ab, ob wir eine Bestandsminderung haben oder eine Bestandsmehrung, wo wir das Konto jeweils abschließen und wo dann jeweils gegengebucht wird. Okay, wir schreiben hier vor noch die Namen der Gegenkonten, einmal Bestandsveränderungen. Und vor dem Betrag hier oben schreiben wir fertige Erzeugnisse. Und der Buchungssatz lautet fertige Erzeugnisse an Bestandsveränderungen 1.400 Euro. Damit haben wir die Bestandsveränderungen jetzt buchhalterisch erfasst. Und nachher werden wir das Konto Bestandsveränderungen zusammen mit den anderen Aufwands- und Ertragskonten über G&V abschließen. So, damit sind wir fertig mit den vorbereitenden Abschlussbuchungen. Ja, alles, was hier unter Abschlussangaben stand, ist erledigt. Und wir machen jetzt weiter mit dem nächsten Schritt. Wir schließen einfach alle Konten ab. Ja, wir schließen alle Konten ab und beginnen mit den Aufwands- und Ertragskonten. Okay, die Aufwands- und Ertragskonten abschließen. Ich beginne mit dem Konto Aufwendungen für Rohstoffe. Einfach durch Saldobildung. Summe bilden auf der betragsmäßig größeren Seite. Übertragen auf die andere Seite. Dann rechne ich 54.000 minus 0 ist 54.000. Ich schreibe G&V davor und gegengebucht wird der Betrag auf der Sollseite von G&V. Davor schreibe ich Aufwendungen für Rohstoffe. Und der Buchungssatz lautet
G&V an Aufwendungen für Rohstoffe 54.000 Euro. Warum diese Reihenfolge? Nun, in einem Buchungssatz nenne ich immer zuerst den Namen desjenigen Kontos, wo der Geldbetrag der Buchung im Soll steht. G&V sagt, bei mir steht der Geldbetrag dieser Buchung im Soll, deswegen nennst du mich zuerst. Dann kommt das Wörtchen an und dann kommt der Name desjenigen Kontos, wo der Geldbetrag der Buchung im Haben steht. Und das war hier die Habenbuchung zu der unteren Buchung dort. Genauso schließen wir jetzt auch Aufwendungen für Vorprodukte ab. Summenbildung auf der betragsmäßig größeren Seite, übertragen auf die andere Seite. Wir rechnen 18.500 minus 0 ist 18.500, wird gegengebucht im G&V. Wir gehen runter zu G&V. Aufwendungen für Vorprodukte. Der Buchungssatz lautet G&V an Aufwendungen für Vorprodukte 18.500 Euro. Wir machen weiter mit dem nächsten Aufwandskonto. Das sind die Betriebsstoffe. Saldo bilden. Der Saldo ist 2.000 Euro. Wir schreiben G&V davor und gehen zur G&V nach unten. Der Buchungssatz lautet G&V an Aufwendungen für Betriebsstoffe 2.000 Euro. Dann machen wir weiter mit dem nächsten Aufwandskonto. Was haben wir hier noch? Rohstoffe sind fertig, Vorprodukte fertig, Betriebsstoffe fertig. Jetzt kommen hier noch die Mietaufwendungen. Ich möchte gleich sagen, dass es sein kann, dass ich in der Lösung, in der schriftlichen Lösung der Aufgabe eine andere Reihenfolge wähle. Das ist aber hier vorerst bei den Aufwendungen in diesem Lernstand hier noch erstmal egal. Nachher werdet ihr sehen, dass es laut HGB eine vorgeschriebene Reihenfolge gibt für Kapitalgesellschaften. Wir schließen Mietaufwendungen ab. Der Endbestand beträgt 16.500 Euro. Auch hier gegenzubuchen auf der Sollseite von G&V Mietaufwendungen. Der Buchungssatz lautet G&V an Mietaufwendungen 16.500 Euro. Wir machen weiter mit dem nächsten Aufwands- bzw. Ertragskonto. Löhne und Fremdinstandhaltung kann ich jetzt hier gleich mal zusammen machen, wenn ich schon da bin, wenn ich schon dabei bin. G&V davor. Das gleiche mache ich mit Fremdinstandhaltung. Die Endbestände kommen nach unten wieder in die G&V. Die Buchungssätze hier jeweils wieder G&V an Aufwandskonto, also G&V an Löhne, G&V an Löhne 19.500 und G&V an Fremdinstandhaltung 1.200. Wir machen weiter mit dem nächsten Aufwandskonto. Was haben wir eigentlich noch? Büromaterial hier und Rechts- und Beratungskosten mache ich wieder zusammen. € 1.800 und 250 Euro abzuschließen in der G&V. Die Buchungssätze lauten wieder G&V an Büromaterial 250 Euro und G&V an Rechts- und Beratungskosten 1.800 Euro. Wir schauen, ob wir noch Aufwandskonten haben. Sieht soweit gut aus. Hier haben wir noch Gehälter. Auch abzuschließen in der G&V. Der Buchungssatz wieder G&V an Gehälter 10.000 Euro. Und ganz wichtig, Leute, nicht vergessen, die Abschreibungen sind auch ein Aufwandskonto, dürfen wir nicht vergessen. Und genauso hier auch Frachten und Fremdlager. Okay, Frachten und Fremdlager. Buchungssatz G&V an Frachten und Fremdlager 460 Euro und dann natürlich die Abschreibungen. Das ist auch ein Aufwandskonto.
ebenfalls gegen zu buchen hier unten im Soll von G&V. Buchungssatz auch hier G&V an Abschreibungen auf Sachanlagen 23.500 Euro. Als nächstes schließen wir die Ertragskonten über G&V ab. Da haben wir einmal die Umsatzerlöse für eigene Erzeugnisse hier oben. Wir schließen wie immer ab durch Summenbildung auf betragsmäßig größerer Seite, übertragen auf die andere Seite und wir rechnen 114.000 Euro minus 0, sind natürlich wieder 114.000 Euro gegenzubuchen im G&V auf der Habenseite diesmal. Woher weiß ich, dass das Ganze auf die Habenseite von G&V muss? Einerseits ist ja hier die Sollbuchung schon erfolgt, also muss die Gegenbuchung logischerweise auf dem Haben, auf der Habenseite des anderen Kontos erfolgen. Und außerdem wissen wir andererseits, dass die Erträge immer auf die Habenseite von G&V gehören. Der Buchungssatz lautet: Umsatzerlöse für eigene Erzeugnisse an G&V 114.000 Euro. Dann sind wir aber noch nicht fertig mit den Ertragskonten, denn wir müssen jetzt tatsächlich über die G&V noch das Konto Bestandsveränderungen abschließen. Wie immer durch Saldobildung. 1.400 Euro hier auf der betragsmäßig größeren Seite beginnen wir, übertragen auf die andere Seite und rechnen dann 1.400 Euro minus 450 Euro und schreiben das Ergebnis hier rein. 950 Euro gegenzubuchen in der G&V auf der Habenseite. Wir gehen also runter zur G&V und buchen das Ganze hier im Haben. 950 Euro Bestandsveränderungen. Dann gilt es hier Folgendes anzumerken. Eine Bestandsmehrung landet immer auf der Habenseite der G&V. Eine Bestandsminderung wäre auf der Sollseite gelandet. Schauen wir uns mal oben nochmal an, wie das Konto Bestandsveränderungen aussieht. Da seht ihr, dass der größere Betrag im Haben steht. Die Bestandsmehrung ist folglich größer als die Bestandsminderung, sodass durch Saldo, durch Verrechnung insgesamt eine Bestandsmehrung herauskommt. 950 Euro. Also die Bestandsmehrungen übersteigen die Bestandsminderungen um 950 Euro. Also haben wir insgesamt eine Bestandsmehrung. Wäre der Fall aber umgekehrt gewesen, dass zum Beispiel hier im Soll mehr gestanden hätte als im Haben, dann wäre der Saldo hier erfolgt, im Haben, und die Gegenbuchung im Soll von G&V. Genau der Fall einer Bestandsminderung. Ich habe euch noch zusätzliche Aufgaben bei mir auf der Seite eingestellt, wo ich nur diese Spielchen mache, dass wir diese drei Konten hier miteinander verrechnen und abschließen, dass ihr nämlich alle Situationen und Fälle dadurch einmal durchgespielt habt und seht, was wann passiert, was passiert, wenn wir insgesamt eine Bestandsmehrung haben, was passiert, wenn wir insgesamt eine Bestandsminderung haben. Okay, die Aufwands- und Ertragskonten sind jetzt über G&V abgeschlossen worden. Als nächstes schließen wir G&V über Eigenkapital ab. Wir müssen vorher aber sehen, ob wir einen Gewinn oder einen Verlust haben. Das stelle ich fest, indem ich einfach mal die Summe bilde auf beiden Seiten und schaue, ob wir mehr Erträge oder mehr Aufwendungen haben. Und wie ihr seht, haben wir mehr Aufwendungen als Erträge. Also haben wir einen Verlustfall. Das heißt, der Saldo von G&V wird gleich hier im Haben erfolgen. Nämlich dort haben wir den Saldo immer dann, wenn wir einen Verlust haben. Und im Soll haben wir den Saldo immer dann, wenn wir einen Gewinn haben. Wir schließen ganz normal G&V ab. Wir bilden die Summe auf der betragsmäßig größeren Seite, übertragen diese Summe auf die andere Seite und rechnen dann 147.710 minus die beiden Beträge hier oben, also Aufwendungen minus Erträge. Und das ergibt uns hier einen Verlust in Höhe von 32.760 Euro. Gegenzubuchen ist dieser auf dem Konto Eigenkapital. Wir können gerne dahinter Verlust schreiben, ist aber nicht verpflichtend. Aber das Eigenkapital muss schon hin, damit wir wissen, wo die Gegenbuchung gleich erfolgen wird. Wir nehmen die 32.760 mit und buchen sie gegen auf der Sollseite vom Eigenkapital. Denn wir haben einen Verlust und Verluste sind Minderungen des Eigenkapitals. Da Eigenkapital ein Passivkonto ist, wird es im Soll gemindert. Daher kommt der Betrag hierhin. Wer sich das jetzt nicht merken kann, der arbeitet einfach wieder nach unserer Buchungslogik. Bedeutet, wenn der eine Teil der Buchung im G&V schon auf der Habenseite erfolgt ist, ja, und das ist hier geschehen der Fall, indem ich die 32.760 hier reingeschrieben habe, auf der Habenseite, dann muss der andere Teil der Buchung logischerweise auf der Sollseite des anderen Kontos erfolgen. Buchungslogik. Ja. Davor schreiben wir G&V
Und dann sind wir fertig mit dem Abschluss des Kontos G&V. Der Buchungssatz lautet hier Eigenkapital an G&V 32.760 Euro. Ich nenne zuerst den Namen desjenigen Kontos, wo der Geldbetrag im Soll steht, dann kommt das Wörtchen an, dann der Name des Kontos, wo der Geldbetrag im Haben steht. Als nächstes schließen wir die Aktiv- und Passivkonten, also die Bestandskonten, über SBK ab. Ich beginne mit Eigenkapital, Summe auf der betragsmäßig größeren Seite, übertragen auf die andere Seite. Ich rechne 610.000 minus 32.760. Das ist der Endbestand des Kontos Eigenkapital, wird gegengebucht im SBK. 577.240 nehme ich mit. Gegenzubuchen auf der Habenseite von SBK. Wir schreiben Eigenkapital davor. Der Buchungssatz lautet Eigenkapital an SBK 577.240. Dann schließe ich das Konto Verbindlichkeiten ab. Ich bilde die Summe auf der betragsmäßig größeren Seite, übertrage den Wert auf die andere Seite, rechne 89.900 minus 0 ist 89.900. Davor schreibe ich SBK. Gegenzubuchen ist das Ganze auf der Habenseite von SBK. Wir schreiben Verbindlichkeiten davor. Der Buchungssatz lautet Verbindlichkeiten an SBK 89.900. Dann sind wir fertig mit den Aktiv- und Passivkonten, mit dem Abschluss der Aktiv- und Passivkonten. Vergiss bitte nicht, überall ordentlich doppelt zu unterstreichen. Ich selbst bin da so ein bisschen nachlässig gerade gewesen, wie ich sehe. Verärgert mich damit bitte bloß keine Lehrerinnen und keinen Lehrer, die nehmen gerne mal Punktabzug für so eine Sachen. Ich mache weiter mit dem Abschluss des Kontos TA und Maschinen, indem ich die Summe bilde auf der betragsmäßig größeren Seite, übertrage auf die andere Seite und rechne 270.000 minus 18.000. Der Endbestand ist 252.000, wird gegengebucht im SBK gleich. Ich schließe gleich auch mal die BGA ab, wenn ich schon hier bin. Summe bilden auf der betragsmäßig größeren Seite, übertragen auf die andere Seite. Wir rechnen 70.000 minus 5.500. Macht 64.500 gleich gegenzubuchen im Soll von SBK. Doppelt unterstreichen, nicht vergessen. Dann schließen wir Rohstoffe ab nach dem gleichen Schema. Summe bilden auf der betragsmäßig größeren Seite, übertragen auf die andere Seite. Wir rechnen 91.000 minus 54.000. SBK davor. Dann übertragen wir die drei Werte unten auf die Sollseite von SBK. Also hier. Die Buchungssätze hierfür lauten jeweils SBK an Aktivkonto, also SBK an TA und Maschinen 252.000 und so weiter. Wir machen weiter mit den anderen Konten. Wir haben noch Vorprodukte abzuschließen oben. Vorprodukte und Betriebsstoffe machen wir mal hier zusammen. Summe bilden auf der betragsmäßig größeren Seite, übertragen auf die andere Seite. Wir rechnen 38.000 minus 18.500. Der Endbestand beträgt 19.500, ist gegenzubuchen im SBK. Genauso machen wir es mit den Betriebsstoffen. Summe bilden, übertragen. Wir rechnen 6.500 minus 2.000 sind 4.000. 4.500, sorry. Genau. SBK davor. Doppelt unterstreichen. Und die beiden Werte nehmen wir mit. 19.500 für Vorprodukte und 4.500 für Betriebsstoffe. Die Buchungssätze lauten SBK an Vorprodukte 19.500 und SBK an Betriebsstoffe 4.500 Euro. Dann schließen wir die Konten unfertige und fertige Erzeugnisse ab. Da haben wir glücklicherweise ja schon Vorarbeit geleistet. Wir haben die SBK laut Inventur, die Endbestände laut Inventur schon hier eingetragen. Wir nehmen also einfach die 14.650 und die 38.100 Euro mit und buchen das hier einfach rein. Die Buchungssätze lauten SBK an unfertige Erzeugnisse 14.650, SBK an fertige Erzeugnisse 38.100. Dann kommen noch die Konten Forderungen, Bank und Kasse. Forderungen schließe ich auch wie immer ab. Summe bilden auf betragsmäßig größerer Seite, übertragen. Wir rechnen 168.000 minus 41.550. Der Endbestand ist 126.450.
gegenzubuchen auf der Sollseite von SBK, doppelt unterstreichen. Wir schließen Bank ab. Bank hat einen Endbestand von 105.550 und dann schließen wir noch Kasse ab. Und die drei Werte für Forderungen, Bank und Kasse kommen wieder ins SBK rein. Die Buchungssätze lauten wieder SBK an Forderungen, SBK an Bank, SBK an Kasse mit den entsprechenden Werten. Wir bilden letztlich noch die Summe auf beiden Seiten und sind dann mit der Aufgabe fertig. Bitte bedenkt, dass ihr überall natürlich noch doppelt unterstreichen müsst, wo das fehlt. Im Eifer des Gefechts vergesse ich das gerne mal. Okay, Herrschaften, was haben wir hier gemacht? Eine komplette Aufgabe von EBK bis SBK mit Bestandsveränderungen nach der sogenannten Skontrationsmethode bestandsorientiert. Die gleiche Aufgabe, die ihr hier gesehen habt, habe ich noch zweimal auf der Seite unter diesem Link. Und zwar einmal nach der Inventurmethode, auch bestandsorientiert, und einmal nach der sogenannten aufwandsorientierten Methode, aufwandsrechnerisch, aufwandsorientiert. Die gleiche Aufgabe, die gleichen Werte, alles gleich, nur die drei unterschiedlichen Methoden. Danke fürs Einschalten, hat mich gefreut, dass ihr mal wieder dabei wart. Wenn euch das Ganze hier gefallen hat, bitte vergesst nicht, einen Daumen nach oben zu hinterlassen. Ich freue mich auf das nächste Video mit euch. Macht's gut, bis dann.